Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 15. Januar 2018? Die Sonne bewegt sich immer noch in Tierkreiszeichen Steinbock. Es ist zwar die Scheinbewegung die Sonne, aber so beschreiben wird es. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser und der Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Es gibt Einflüsse von den Sternen und die bestrahlen gerade diese Scheinbewegung, die Sonne. Und das ist weder Stern noch Sternbild, das ist eine Figur im Himmel und heißt Terebellum. Die Wirkung war gestern schon da, es wirkt immer noch. Und Claudius Ptolemäus beschrieb diese Terebellum, diese Figur, etwas in Form zu bringen. Es braucht etwas Struktur und die Sonne gibt die Klarheit. Oder wir brauchen diese Klarheit. Wir haben gerade die Bedürfnis, etwas in Form zu bringen. Gegenüber von Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens, so wie die chinesischen Astrologen das bezeichnen, der rote Vogel. Und in diesem Palast des Südens bewegt sich gerade unser Planet Erde. In westlichen Astrologie heißt es, unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Krebs, hat immer noch Einfluss vom Prokion und dieser Stern Prokion befindet sich im Sternbild Kleine Hund, das sind die Jagdhunde, große Hund, kleine Hund, der Sternbild Orion, der himmlische Jäger. Und Prokion zeigt in Richtung Polarstern und das ist zum Orientierung und die Polarstern oder Nordpol befindet sich im kleinen Wagen oder kleinen Bär. Die Babylonier haben diesen Stern Prokion verehrt und sie nannten ihn als Nangar. Und Nangar war der Baumeister bei der Schöpfung und der Schöpfersgott war bei Babylonier Marduk. Also hier geht es auch um Struktur, eine Konstruktion, etwas in Form zu bringen. Und es wirkt gerade auf unserem Planet Erde. Der Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock und hat eine abnehmende Mondphase. Mond nähert sich zur Sonne und wenn die beiden Lichter treffen, dann ist es Neumond und es wird am 17. Januar sein. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist die Himmelskaiserin und die Himmelskaiserin befindet sich im Palast des Nordens, noch in die Mitte, noch im Rückzug und ab morgen verlässt die Mitte und bewegt sich dann im Palast des Nordens. Diese Mitte hat auch eine Bedeutung, weil die Mitte herrscht Saturn und die Polarstern. Polarstern dient zum Orientierung, Saturn bringt etwas in Form und es ist ein Symbol dieser Rückzug. Bei jedem Neuanfang brauchen wir Orientierung, wir brauchen einen Plan und wir brauchen auch diesen Rückzug und erst dann handeln. Also das hat auch eine Bedeutung. Mond trifft heute mit Merkur, weil beide, auch Mond und auch Merkur, bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Hat auch eine Bedeutung, weil sie wirken heute gemeinsam. Aber das erkläre ich dann bei den einzelnen Tierkreiszeichen. Mond und auch Merkur hat einen Einfluss von einem Stern Fasies. Und das ist sehr interessant, weil das liegt in Richtung Zentrum unserer Galaxie Milchstraße. Wieder Orientierung. Aber rundherum ist Nebel und Nebel und Nebel. Und diesem Stern bedeutet, das kommt von Latein, bedeutet etwas sehen, in Form zu bringen, in Gestalt, ein Gesicht zu geben. Aber dieses Gesicht steht hinter diesem Nebel. Und das beeinflusst die Mondenergie
und auch Merkur. Und das hat mit Gesprächen etwas zu tun. Wir bekommen heute Informationen, es gibt Gespräche und wir verstehen das nicht. Oder wir erkennen nicht, was verbirgt sich hinter dieser Maske, hinter diesem Gesicht. Oder es ist alles wie benebelt und das erleben wir, wenn es um Kommunikationen geht. Oder wir möchten klaren Gesprächen führen und das ist unmöglich, weil die andere kommuniziert nicht mit uns. Und wie beeinflusst das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont auf. Gegenüber im Westhorizont geht unter in Tierkreiszeichen Krebs. Die Steinbockgeborenen werden ein Geheimnis erfahren. Genau das sind diese Gespräche, dieser benebelte Zustand. Das ist wie ein Schleier. Und die Steinbockgeborenen haben dieses starke Bedürfnis, hinter diesem Schleier zu schauen und die Wahrheit erfahren. Kann auch bedeuten, dass die Steinbockgeborenen Geheimnisse haben und versuchen, das so im Geheimen halten. In diesem Bereich, wo das alles sich bewegt, sind nicht nur die Geheimnisse, geheime Gespräche, geheime Handlungen spielen sich ab, sondern in diesem Bereich sind auch die geheime Feinde. Und das trifft uns alle durch den Mondeinfluss, aber das intensiv spüren auch die Steinbockgeborenen. Wer sagt was? Wo ist die Wahrheit? Also die Steinbockgeborenen haben ein großes Bedürfnis nach Wahrheit und nach Klarheit. Aber wenn es darum geht, dass sie ihre Geheimnisse haben, ist auch wichtig zum Schweigen, weil hier in dieser Konstellation besteht die Gefahr, dass diese Geheimnisse weiter erzählt wird und kommt ins Licht und es kann auch unangenehm sein. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren sollen auf die Gespräche, Informationen achten, aber nicht nur die Steinbock geborenen, weil durch die Mondenergie wird das für uns alle vermittelt. Also jeder von uns kann das auch treffen. Geheimnisse, geheime Gespräche, Gespräche hinter unserem Rücken oder irgendwelche Informationen, was benebelt ist, undurchschaubar ist, verschleiert ist oder das nicht die Wahrheit entspricht, also auf diese Informationen achten. Oder welche Handlungen passieren in geschlossenen Türen. Oder erkennen auch, wer kommt auf uns zu mit nicht allzu guten Absichten, die Feinde zu erkennen. Und diese Erkenntnisse sind gerade sehr wichtig. Was noch wichtig ist bei den Steinbockgeborenen, das ist die Liebepartnerschaft. Und sie wollen es im Gleichgewicht halten. Klarheit wollen sie, Struktur, Sicherheit, Stabilität und auch das Ausgeglichenheit in die Partnerschaft. Das heißt, nicht nur die Partner oder Partnerin wichtig, sondern das Selbst ist auch wichtig. Nicht aufopfern in Partnerschaft, sondern gerecht im Gleichgewicht in Ordnung zu bringen. Und es ist gerade sehr wichtig bei den Steinbockgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen, die haben gute Ideen, die haben etwas begeistert in vergangenen Tagen und sie möchten das in Ordnung bringen. Und sie haben Arbeit, sie haben gerade viel Arbeit und es kann passieren, dass sie auch müde, erschöpft fühlen. Und wo liegt die Kraft? In die Ruhe liegt die Kraft. Und es nähert sich zu Neumond und es wird gut sein für die Wassermanngeborenen, zurückgezogen sein, die inneren Kraft spüren. Es ist nicht die heutigen Tag. Heute sind die Wassermanngeborenen sehr aktiv, haben viel zu tun und sie möchten das alles in Form zu bringen, eine Gestalt geben. Aber wenn die Neumond kommt am 17., dann sollen sie diesen Moment nützen, Zurückzug zur Erholung, dass sie wieder Kraft haben. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen werden jetzt wahrgenommen, sie haben Erfolg.
Und es ist auch wichtig, die Sicherheit, Stabilität, etwas in Form zu bringen. Auch in die Liebe, Partnerschaft. Das ist auch ein wichtiges Thema bei den Fischengeborenen. Aber auch die Handlungen, die Termine, die Gespräche können genauso wichtig sein. Und das sind sehr schöne, sehr gute Einflüsse. Und die Fischengeborenen haben auch Kraft und Mut, all das zu bewältigen. Sie haben heute wirklich tolle Energie, ganz, ganz tolle Einflüsse. Und jetzt können Sie die Zeit nutzen, alles in Form zu bringen, stabilisieren, Anerkennung bekommen, Lob bekommen. Und das ist schon ein Aufstieg. Sie sind gerade wahrgenommen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeboren sind Einschränkungen da. Entweder Nervosität oder ein ungutes Gefühl oder das Gefühl, es geht nichts voran. Kann auch passieren, dass alles zu viel ist und die Wiedergeborenen fühlen sie sich zurzeit kraftlos und das verunsichert momentan die Wiedergeborenen. Es wird aber in den Tagen besser sein. Die Neumond sollen sie nützen, zur Ruhe zu kommen, zu meditieren. Und erst nach dem Neumond, wenn die Mond im Tierkreiszeichen Wassermann übergeht, dann können sie endlich aufatmen. Dann kommt auch die Begeisterung, die Ideen und die Bewegung. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind kleinere Veränderungen, aber das bringen sie in Ordnung, weil da haben sie den Erfolg, jemand besuchen oder einladen oder ein Familienfest oder eine Ausbildung oder Veränderungen im wohnlichen Bereich oder ein Umzug. Also all das, was ihren Leben betrifft, wo sie sich auskennen, wo sie vertraut sind, das bringen sie gerade in Ordnung und das sind Erfolge, was die Stiergeborenen haben. Sie haben noch Glück in die Liebe, Partnerschaft und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeboren sehr viel Unsicherheit gerade und sie fühlen sich kraftlos und sie überlegen, welche Richtung setzen sie ihre Kraft ein, weil wenn das zu viel ist und zu stressig ist, dann fühlen sie sich erschöpft und sie brauchen sehr viel Ruhe gerade und das, was sie genießen, auch dieser Rückzug, die eigenen Zuhause und da können sie diese Bequemlichkeit genießen und da Kraft sammeln und dann geht es auch voran wieder. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeboren ist die Alltag sehr wichtig, die Arbeitsplatz, das in Ordnung zu bringen. Aber liebe Partnerschaft, Gespräche sind genauso wichtig. Aber nicht nur warten, sondern auch mal aktiv zu sein, weil so kommt das alles im Gleichgewicht. Bei Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft, das Privatleben in Ordnung zu bringen. Dann fühlen sie die schöpferische Kraft und dann können sie das umsetzen in anderen Lebensbereiche, wie die Berufung. Aber momentan ist die Liebe, das ist sehr aktuell und hier sind auch karmische Begegnungen und das in Ordnung zu bringen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben gerade eine ganz, ganz tolle Energie, alles in Ordnung zu bringen. Und Ordnung brauchen die Jungfraugeborenen. Sie bringen ihre Finanzen in Ordnung, die Buchhaltung bringen sie in Ordnung, die Liebepartnerschaft bringen sie in Ordnung, die Gespräche werden alles geklärt momentan. Aber heute sollen wir alle darauf achten, welche Gespräche kriegen wir nicht ganz mit. Was wird da verheimlicht, das trifft uns alle, also trifft auch die Jungfrau geboren. Und sie haben auch die Bedürfnisse, so ähnlich wie bei Steinbock geboren, die Wahrheit sehen und etwas zu klären. Die Tierkreiszeichen Wagen geborenen sind Einschränkungen da. Sie haben das Gefühl, sie fühlen sich missverstanden oder hört niemand zu, die Gespräche laufen nicht so gut und in die Liebe, Partnerschaft sind auch Einschränkungen da, aber was sie verändern können, das eigene Selbst. Eine Wandlung, weil in dieser Wandlung, in dieser inneren Veränderung befinden sich gerade die Wagengeborenen. Entweder die Einstellung ändern oder mal das eigene Leben ein bisschen aufräumen und erst dann kommen die Veränderungen in ihrem Umgebung. Aber diese innere Wandlung, das ist jetzt gerade aktuell und wichtig bei die Wagengeborenen.
Die Skorpiongeborenen haben einen tollen Einfluss gerade. Sie haben Chancen, Möglichkeiten, Kraft, schöne Gespräche, Ordnung in die Liebe, Partnerschaft, ein gutes Gefühl. Und in allen Lebensbereichen können diese Kraft umsetzen, auch im Privaten, in die Liebe, Partnerschaft, auch im Arbeitsplatz und Ausland spielt auch gerade eine Rolle bei den Skorpiongeborenen. Entweder eine Reise oder ein Besuch oder ausländische Kontakte kann auch bedeuten, eine Fremdsprache zu lernen. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein Aufstieg und sie bringen ihren Leben, auch die privaten, auch die beruflichen Situationen in Ordnung. Und sie haben jetzt gerade ganz, ganz tolle Einflüsse und es ist schon Anerkennung, Lob und ein Aufstieg, was die Schützengeborenen gerade erleben. Und das war meine Tagesenergie. Diese Tagesenergie, diese Tageshoroskope, was ich vermittle, ändert sich jeden Tag. Und dieses Energiefeld wiederkehrt sich in dieser Form nie wieder, weil jeden Tag ist einzigartig und jeder Moment ist einzigartig und jeder Mensch ist einzigartig. Aber wir sollen auf unserem eigenen Energie auch achten. Also im Einklang sein mit dem Kosmos, mit diesem Einflüsse von den Sternen, immer im richtigen Zeit, im richtigen Ort zu sein, aber unserem eigenen Energiefeld auch achten. Was strahlen wir aus? Weil das ziehen wir auch an und es kommt von uns selbst, von unserem Inneren, von unserem Denken und unserem Fühlen. Das ändert sich auch je nach Stimmung, aber das können wir beeinflussen. Und das sollen wir auch verbessern, positiv denken, angstfrei leben. Und dann anderen Energiefelder auch vielleicht mal untersuchen oder Gedanken machen, in welchem Energiefeld leben wir, in welchem Ort leben wir oder welchem Energiefeld haben andere Menschen, welche Einflüsse bekommen von anderen. Und es gibt Hilfsmittel, wo das harmonisiert, verbindet und all das befindet sich in meinem Shop. Ich kann auch Rat geben oder etwas zusammenstellen. Überhaupt kein Problem. Und Sie können mich auch fragen. Ich berate auch und ich gebe auch die richtige Zeitpunkt dafür, wann diese Energiefeld verändern kann, welcher ist der richtige Augenblick dafür. Und all das befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.